Geehrte Frau Gommringer, sehr geehrter Herr Vallier, wir haben uns ja heute hier versammelt, um sozusagen ein kleines Intro vorzubereiten zu dem Thema Künstlerhaus Villa Concordia Bamberg und das große Thema unter dem Titel Perspektive Ost, Bamberger Konversionen. Und wir arbeiten ja als Stadt Bamberg momentan so einzelnen stadtgesellschaftlichen Themen ab und ein sehr wesentliches Thema für Bamberg ist natürlich Kunst und Kultur. Und uns geht es heute so ein bisschen darum, gibt es denn einen Ideengeber, gibt es denn Visionen, gibt es Ansätze, gibt es stadtgesellschaftliche Dynamiken, die vielleicht das Thema Kunst und Kultur befördern könnten? Gibt es vielleicht irgendwo Wünsche, die seit Jahren schlummern, die man jetzt so ein bisschen zum Leben erwecken könnte? Und deswegen heute auch das Gespräch, worüber ich mich ganz herzlich bedanke, dass das stattfinden kann. Und wir haben ein paar Fragen vorbereitet und führen dann so ein bisschen durch die Themen und hoffen, dass natürlich von Ihrer Seite auch die Dynamik und die Wünsche kommen, die sich vielleicht schon seit längerem mit sich herumtragen. Vielen Dank. Wie schön. Okay. Also ein Wunschgespräch. Ein Wunschgespräch. Ja, machen wir. Frau Gommringer, Sie hatten damals in dem ersten Gespräch gesagt, auf dem Kasernenareal soll ein Pendant zur Altstadt entstehen. Und Sie haben sich bezogen auf eine Musiktheorie damals. Das war für mich neu. Ich greife das nochmal auf. Und zwar auf die drei Pole Tradition, Kontinuität und Innovation. Und für Sie stand und steht vielleicht noch das Kasernenareal immer noch für die Innovation. Kann der fehlende Raum, den es in der Stadt für Innovation geben kann, kann dieser Raum Platz nehmen? Kann man diesen Raum finden auf dem Kasernenareal? Können Sie das konkretisieren? Haben Sie da Ideen dazu seit unserem ersten Gespräch? Was könnte da Ihrer Meinung nach stattfinden? Was sollte sich entwickeln? Also so als Bamberger Bürger habe ich natürlich wahrgenommen, dass sich jetzt schon einiges getan hat und dass sich vor allem sehr viel gelehrt hat. Ich bin gerade gestern mit dem Auto vorbeigefahren an Teilen der Kaserne und habe eben bemerkt, wie leer es da jetzt ist. Dann hört man von einzelnen Bürgern, die sich offensichtlich da auch um Immobilien schon bemüht haben und da eine Möglichkeit für sich sehen. Und dann fragt man sich, ob es nicht schon jetzt wieder anfängt, klein-klein zu werden. Und das würde mich doch sehr, sehr bekümmern, weil ich ehrlich gesagt mir wünschen würde, dass Bamberg da, wenn es nun wirklich dann so einen Gewinn an Fläche und so einen Gewinn an Kapazitäten vor sich hat, dass wir jetzt anfangen, größer zu denken. Das wäre schon eine, ja gut, und da komme ich natürlich aus der Kunst und der Kultur. Die wünscht sich natürlich eher Größe als Mikroskopie. Ja? Und da muss ich schon sagen, da hat Bamberg natürlich allein durch diese wunderschöne Altstadt, die aber eine Art Kabinettcharakter hat. Hier ist es wir haben eine wunderbare Umgebung, in die aber genau alles so passt, handschuhähnlich passt. Hier ist alles so, wie es quasi hingestellt wurde, so passt es gerade. Oh. Und so einen weiteren Ort, wie eben diese gesamte, das ehemalige Militärgelände da zur Verfügung stehen zu haben, das wäre natürlich eine Möglichkeit für Großes, eine Vision. Der Wunsch, ja, ganz klar, der Wunsch, eine Gegend von Bamberg, die mir selbst sehr am Herzen liegt, weil ich da selbst gewohnt habe. Ich habe ganz nah am Berliner Ring, an einem der Hochhäuser, habe ich lange gewohnt, in der Wassermannstraße. Für mich war diese Umgebung super, weil ich da das Gefühl hatte, das ist Welt. Na, Bamberg, das ist Kabinett und wertvoll, aber das ist Welt. Multikulti, Leute, die sich verstehen und nicht verstehen, also da ist so richtig Brennpunkt. Und mich interessiert Brennpunkt, ehrlich gesagt. Und auch alle Stipendiaten, Stipendiatinnen, die hier in diesem Künstlerhaus sind, die sind hier feudal und schön aufgehoben und genießen 11 Monate hier im Haus. Aber wenn die mich dann fragen, na, schön, aber wo ist denn hier das Echte? Ja, wo geht man denn jetzt hier hin, habt ihr keine Probleme hier in Bamberg? Ja, also wo ist denn das, womit ich mich als Künstler auch auseinandersetzen kann? Wo kann ich mich denn im wahrsten Sinne reiben? Wo gibt es denn den Konflikt? Ja, dann sage ich, guckt weiter. Ja, geht dahin, wo die Bamberger leben, und zwar die Bamberger, die letztendlich diesen Reichtum auch erhalten. Und die sind nicht nur hier zentral, die diese Geschäfte und ja, das wunderbare Stadtambiente zusammenhalten, sondern das sind die bei der Bosch schaffen und die ganz klar morgens mit dem Bus irgendwo hinfahren und Pendler und ja, ich meine, ich habe da ja draußen gewohnt, ich weiß schon, was die Leute da so machen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir mit einem weiteren Gelände, das wirklich darüber hinaus guckt auch, eine veritable Stadt werden.
Also wirklich eine Stadt der Zukunft. Aber wenn es jetzt mal um Zukunftsgedanken geht und wie will Bamberg in 60 Jahren Menschen anziehen und halten können hier in dieser Region, egal wie schön sie ist, aber eventuell wird es ja wirtschaftlich dann doch anders. Und so viele Bürgerinnen und Bürger kreieren wir ja auch nicht, dass also hier ein System entsteht, also ich meine, ich rede jetzt wirklich von Geburtenrate und so, ja, wo wir von einer Sicherheit ausgehen können. Wir müssen schon leben damit, dass wir zum Glück ja wunderbare ausländische und dann irgendwann eben in der zweiten Generation deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger hier kriegen in Bamberg, wo eine heterogene Gesellschaft entsteht. Und damit müssen wir uns alle abfinden, beziehungsweise das Schönste wird nicht gewöhnen, sondern wir dürfen das als Geschenk verstehen. Also den Wunschzettel von Bamberger Künstlerinnen und Künstlern, den kenne ich nicht wirklich. Es gibt natürlich die Bestrebungen, einen Ort für moderne Kunst in Bamberg zu haben. Jetzt scheint es endlich gelungen zu sein, zumindest das wunderbare Kesselhaus erstmal jetzt zu sichern für diesen Bereich hier. Es stünde Bamberg gut an, einen Ort zu haben, der sich um die moderne Kunst kümmert, wenn es auch, und das wäre vielleicht fast klüger, eine Art großes Projektlabor wäre, im wahrsten Sinne ein Ort, an dem zum Beispiel der BBK und Mitglieder des BBKs ganz dezidiert arbeiten könnten. Wir vom Internationalen Künstlerhaus, wir sind Beobachter, im besten Sinne Begleiter dieser ganzen, im Prinzip ist es ja eine Transformationsphase. Diese Stadt hat die Chance, etwas anderes zu werden. Eine größere Stadt, eine auch in die Zukunft weisendere Stadt, weil so können wir schon weitermachen. Aber man muss sich wirklich fragen, also ich bin ja dann auch irgendwann mal 60, 70 und wenn ich Glück habe, 80, ja, wenn ich Glück habe, werde ich überhaupt nur 60 oder wie auch immer, ja. Also, und dann frage ich mich auch, wo will ich denn leben? Welche Art von Stadt und welche Art von Umgebung will ich mir suchen? Also ich muss Ihnen erst sagen, ich weiß ja von den einzelnen Gebäuden auf der Konversionsfläche weiß ich nichts. Ich weiß jetzt nicht, welche Art von Möglichkeiten es da gäbe, aber wenn große Häuser, große Hallen bevorzugt, also Hallen bevorzugt immer, dann am besten wirklich pur, klar, geleert, ja. Das so ist ja eine ist der zentralen Fragen, weil normalerweise gibt es in der Regel immer irgendwelche Menschengruppierungen, die suchen dann Räumlichkeiten, weil sie sich schon gefunden haben. Der Fall der Konversion ist ja eigentlich genau der umgekehrte. Das heißt, wir haben eigentlich Volumen, wir haben Räumlichkeiten. Genau. Und jetzt heißt es ja eigentlich, sich aufzustellen und einfach die Fragen zu stellen, wer geht denn da hinein? Für wen wäre denn welches Gebäude tatsächlich überhaupt in seiner Robustheit oder auch in seiner Filigranität dann tatsächlich geeignet? Ja. Ne? Wo braucht man aber auch den Mut als künftiger Eigentümer Stadt Bamberg vielleicht zu sagen, auch mittelfristig, langfristig mal eine Entwicklung vorbehalten? Also auch den Mut aufzubringen, genau diese zeitlichen räumlichen Dinge zu ermöglichen. Ja, das kann man eigentlich fast nur, indem man Volumen dann auch erhält. Sobald ich nämlich anfange, wirklich auch wieder quasi architektonisch mich zu verkleinern und Parzellen zu schaffen, habe ich dann das Problem von ganz vielen Parzellen. Ja? Also die müssen dann auch erhalten werden. Also wenn die Vision und finanzielle Mittel da sind, dann würde ich wirklich speziell auf die Kunst bezogen an Größe denken, an Raum, an Möglichkeiten. Der Staat, jetzt haben wir viele Private angesprochen, wir haben Initiativen. Gibt es denn staatlicherseits Unterstützer, die für wir vielleicht neben dem Thema Documenta oder neben dem Thema, was haben wir hier vor Ort, auch an so einen runden Tisch holen könnten oder sollten? Dr. Spänle ist sicher eine Größe, die man dazu befragen sollte als Staatsminister für ja auch Kultur. Klar, wir sind da in diesem Ministeriumsverband im Prinzip ja mittlerweile ganz fest drin. Dann warum nicht auch natürlich Minister Söder, weil es geht ja doch hier um am schönsten wäre es einen neuen Heimatbegriff. Also ich könnte mir das gut bei ihm mitverortet vorstellen. Aber ich bin ja sicher, die haben Sie bereits angesprochen, sonst wird es ja nämlich auch zeitlich eng. Deshalb, also die Ministerien müssen natürlich einbezogen werden, einfach um, ja, wenn sie selbst kein Interesse speziell äußern an diesem Gelände, dann ist es schon gut, das Ganze begleitet zu wissen von Kräften, die einfach auch, ja, in dem Fall natürlich, weiß nicht,
nicht größer sind als die städtischen Kräfte, aber sie sind es gewohnt, größer zu denken, in anderen Maßstäben. Klar. Ja. Sie haben damals in unserem ersten Gespräch gesagt, wir buchstabieren den Osten anders. Ich habe es danach versucht mit O-S-T-E-N, bin aber nicht wirklich auf den grünen Zweig gekommen. Gibt es irgendeine Aktion, wenn man diesen Satz, den ich sehr schön fand, den ich auch wichtig finden würde, wenn man das umsetzen kann? Den Osten anders buchstabieren heißt, man macht es weicher für die Bürger zu verstehen. Da passiert was Neues, da bin ich einbezogen. Da muss ja ganz viel Brückenschlag auch geleistet werden. Weil bis hier jemand, dem es gut hier geht, am Mühlwirt mal dahin wackelt, ne, mit dem Stadtbus da rausfährt und so. Da fährt er eher nach Husum oder so. Ja? Also der feste Zug nach München. Also das ist schon eine Schwelle daraus. Über jede weitere Brücke, über die man hier geht, bist du eigentlich ja, ne, bist ja schon jenseits. Und also gut, wie buchstabiere ich den Osten anders? Ja, das wäre so eine ganz klassisch groß angelegte Aktion. Welche Arten von Geschichten gibt es, die mich als Bamberger mit diesem Bamberger Osten verbinden? Es haben nämlich einige Bamberger diese Migrationsgeschichte innerhalb ihrer Stadt. Mhm. Waren da mal gewohnt, sind jetzt hier und sehen das ja zum Teil auch. Und das ist gefährlich so als Aufstieg. Wer jetzt hier mittendrin wohnt in der Inselstadt, denkt so, naja, im Osten und so. Ne? Es gibt so eine Art Graduierung langsam. Und es wäre schön, wenn man da so ein bisschen Weichheit erzeugen könnte. Also hier muss auch verbunden werden, was lange getrennt war. Mhm. Also im ganz Krassen könnte man sagen, diese Art der Geschichte, die da abgebildet wird, dass also deutsche Städte Garnisonen von anderen Ländern noch da dran haben, dabei haben, ja, das geht zurück auf den Zweiten Weltkrieg. Da wurde geteilt und getrennt und abgeschnitten, wie nur ging. Und das hatten wir auch verdient. Also wir arbeiten jetzt an einer Aufarbeitung wieder von Gefühl. Hier muss neue Wertigkeit entstehen. Hier muss so ein Gefühl davon entstehen, wir sind jetzt ein anderes Deutschland. Und wir dürfen auch in solchen Städten denken und in solchen Dimensionen, in denen sich ja, Menschen aus aller Herren Länder begegnen und in denen etwas passiert. Und ich sehe an solchen Orten immer am besten die Künstler aufgehoben, die Kunst und die Wissenschaft. Die sind an diesen Orten, die sind die Pioniere dieser Orte. So als gesamtstädtisches Konzept, und man kann ja wirklich im Sozialismus davon ausgehen, dass das alles sehr geplant war, fällt mir die Stadt Novosibirsk ein. Ich habe da eine Zeit lang gelebt und dadurch wahrgenommen, dass man sehr wohl einen städtischen Kosmos haben kann, indem man sich bewusst ist, dass quasi das Gehirn oder die Innovationszentrale ausgelagert ist. Das ist in Novosibirsk so. Da gibt es die Stadt an sich und 20 Minuten sitzt man in einem kleinen Maschrutka-Bus oder so oder in einer anderen Art von Verbindung und man ist in Akademgorodok, die akademische Stadt. Das ist ein riesiger Verbund von verschiedenen Universitäten, von Kunstlaboratorien, genauso wie ich es jetzt im Prinzip die ganze Zeit beschrieben habe, von groß angelegten Spielplätzen und Kindertagesstätten, um wirklich die Kinder der Stadt, dieser Akademgorodok, wo also wirklich alle hinreisen, um geistige Arbeit zu tun, die Kinder abzugeben für den Tag. Riesige betreute Stätten. Und ich meine, das ist so macht man natürlich Wissenschaftler glücklich, indem man ihnen suggeriert, du kannst auch noch ein Kind haben nebenbei und du musst nicht nur diesen ganzen Zirkus mitmachen, um irgendwie dabei sein zu können. Ja? Also na gut, sie werden ja sowieso schon alle unglaublich alte Eltern. Na gut. Und jetzt hätten wir hier in Bamberg ja nämlich die Möglichkeit, hier muss man nicht 20 Minuten mit der Maschrutka irgendwo hinfahren, sondern hier gäbe es einfach innerstädtisch durch infrastrukturelle Anpassung die Möglichkeit, auch quasi in so eine Art Gehirn zu fahren. Und wenn doch Bamberg sich verstehen könnte als das Herz und dort das Hirn, das fände ich doch faszinierend. Schön.